So, hallo liebe Freunde, wir sehen uns hier von Brückhoff, oder man hat mir ja gesagt, das heißt eigentlich Brückhoff, wird das ausgesprochen? Naja, bei mir heißt es halt Brückhoff. Hier die Flashing von Fountains an. Kleine Bengalfackeln, ja, nichts Besonderes, kein Crackling drin, nichts, soweit ich weiß. Das, was ich ja nur ein bisschen blöde finde, ist hier diese Plastikverpackung. Die gibt es auch in Pappe. Aber das hier in Plastik, das sieht so rotzig aus. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so sehen kann, wie es in Wirklichkeit aussieht. Das erinnert so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen an dieses Obst bei den Discountern, was man immer gleich in die Mülltonne schmeißt, die daneben steht. Ja? Also das kauft ja kein Mensch, so wie es so aussieht. Ja, wir gucken mal, wie die so sind. Was haben wir hier? Irgendwo habe ich doch hier was gesehen. Hier. Die haben 1 Gramm NEM pro Stück. Also uns erwartet da echt was Brachiales. Machen wir mal nachher im Dunkeln. So, jetzt haben wir hier die Dinger in Gelb, Grün, Rot und Blau. Ist zwar jetzt hell, wir gucken mal, vielleicht lohnt sich das. Wenn sich das lohnt, machen wir es nochmal im Dunkeln. Aber ich denke mal, so großartig wird das nicht sein. Aber vielleicht kommt doch ein bisschen Crackling raus. Ich glaube, das sind die Dinger denn doch, die ich damals schon mal hatte. Ganz lustig, was heißt lustig, aber hier. Bei den Gelben, weiß gar nicht, ob man das da unten so sehen kann. Verkehrt rum belabelt der Pfeil hier, der zeigt nach unten, bei den Blauen auch. Aber naja, man hat ja hier einen Standfuß und eine Lunte. Es wäre auch nicht so schlimm, wenn man es wirklich falsch macht. Gucken wir uns mal den Gelben an, den Grünen, den Roten und danach den Blauen. Na, der Gelbe ist grün. Hey, doch, mit sehr lauten Crackling mit drin. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Mal gucken, wie der Grüne ist. Der ist dann gelb. Brennt länger. Viel länger. Und der crackelt scheinbar nicht. Kann man nicht so trauen. Von weiter weg. Der rote. Der ist rot. Und der kräckelt. Und der blaue. Ein ganz schwaches oder helles Blau. Aber das Crackling ist gar nicht mal schlecht. Also doch ganz lustig. So, dann sehen wir uns nochmal alle Farben im Dunkeln an. Grün, Rot, Blau, Gelb, von links nach rechts. Aber wir haben ja gesehen, das spielt nicht so eine Rolle. Also machen wir die jetzt einfach mal hintereinander oder auf einmal. Mal gucken, wie es hinhaut. Sind ja doch ganz lustig für Kids, für kleine Kids. Oh, nette Spielerei. Ist ja irgendwann Halloween.